Moin und Metal, ihr Rockrebellen, ich begrüße euch zu einer weiteren Bandempfehlung hier auf meinem Kanal. Bleibt bis zum Ende dran, denn in diesem Video gibt's auch noch ein zusätzliches Gewinnspiel für euch. Also, heute geht's um Goethes Jungs, eine Deutschrockband aus Rödermark in Offenbach. Eine Band, auf die ich damals durch ihre Coverversion von Hannes Wader, dem Song Heute hier, morgen dort, aufmerksam wurde. Ich habe das Originallied damals schon gefeiert, ja, Kultsong aus den 70er Jahren, aber die neue Version jetzt von Goethes Jungs hat mich noch ein bisschen mehr geflasht, fand ich unheimlich toll. Wer das Lied nicht kennen sollte, hier kurzer Ausschnitt, gönnt's euch. Und wie hat es euch gefallen? Also in meinen Augen ein wirklich geradliniger, einfacher, aber trotzdem schön rockig umgesetzter Song, der in meinen Augen wirklich gute Launepotenzial hat und Lust auf mehr macht. Und da wären wir auch beim Thema, denn passenderweise haben Goethes Jungs jetzt ihr Debütalbum rausgebracht. Trägt den Titel Unser Gedicht, beinhaltet 10 Tracks, ja, schöner, feiner Street-Talk, geradlinig auf die Fresse geradeaus. Hat eine Laufzeit von 36 Minuten und das ganze Werk könnte man als eine Art Geschichte betrachten, wenn man es so sieht, so von den Liedern her. Denn inhaltlich basiert das Ganze auf dem alltäglichen Irrsinn, den jeder von uns schon mal durchlebt hat. Von Freud bis Leid, von Tod bis Hass bis alles Mögliche, sozialkritisch, aber auch der Spaß steht damit im Vordergrund. Also sehr breit gefächert das Ganze und wirklich gut durchdacht das ganze Werk von vorn bis hinten. So, jetzt habe ich aber lange genug geblubbert. Ihr wollt natürlich auch ein bisschen was hören, logischerweise. Und deshalb gibt es jetzt hier ein paar Hörproben der vorher bereits veröffentlichten Singles. Deshalb würde ich sagen, let's walk und wir sehen uns gleich nochmal. Bei euch, hier fühlen wir uns frei.
So, das soll dann für den ersten Eindruck hier erstmal reichen. Der Link zu der Band hier auf YouTube oder auf Facebook und so weiter ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal vorbei, unterstützt sie mal ein bisschen, haut mal ein paar Abos raus, das haben sie sich verdient und sorgt mal dafür, dass die hier mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erfahren und bekommen. Und von daher seid mal nicht so knöterig, euch tut's ja nicht weh und ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Unterstützen ist die Devise, also haut rein da. So, dann kommen wir jetzt zu dem anfangs angesprochenen Gewinnspiel. Denn wenn euch das Ganze bislang überzeugt hat und ihr wirklich Bock auf mehr habt, habt ihr jetzt hier die einmalige Gelegenheit, die CD von Goethes Jungs zu gewinnen. Da ist er. Ja, die wurde mir nämlich netterweise von der Band zur Verfügung gestellt für dieses Video. Und da die Jungs sich nicht haben lumpen lassen, vielen Dank erstmal an dieser Stelle, haben sie mir direkt 3 geschickt. Das heißt, 3 von euch haben jetzt die Gelegenheit, in diesem Video die CD zu gewinnen und bald ihr eigen nennen zu dürfen. Dann kommen wir jetzt noch zu dem obligatorischen Rechtsbelehrungsgedöns. Ist nervig, aber muss halt sein. Und ihr wollt ja auch erfahren, was ihr machen müsst, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Als allererstes bitte einmal ein grünes Herz in die Kommentare. Ja, das erleichtert mir das Ganze bei den weiteren anderen Kommentaren direkt zu sehen, wer teilnehmen möchte und wer nicht. So, das wäre das Erste. Das Zweite, bitte einmal den Kanal abonnieren und die Glocke betätigen. Denn auf diesem Kanal wird hier auch der Gewinner bekannt gegeben. Und ja, das erleichtert das Ganze natürlich ein bisschen, mit euch in Kontakt zu treten. Es ist freiwillig, ich zwinge da keinen zu. Aber wie gesagt, man muss sich das ja nicht alles unnötig schwerer machen. Und wäre natürlich schade, wenn der Gewinner nicht die Mitteilung bekommt und auch irgendwie nicht erfährt, dass er gewonnen hat.
So, von daher also, grünes Herzchen in die Kommentare, abonnieren, Glocke betätigen. Drei Sachen, ganz einfach. Als Zusatz natürlich bei Goethes Jungs auf die Seite ebenfalls abonnieren. Das ist nicht freiwillig, das ist ein Zwang. So, das erwarte ich von euch. Wenn ihr nett seid, macht das. Also, so, das ganze Gewinnspiel läuft bis zum 23.07. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und es fallen keine weiteren Kosten für den Gewinner an. Ja? Also braucht ihr euch keine Sorgen machen. Versand und so weiter ist alles geregelt. Sobald ich eure Adresse habe, geht die CD auf Reisen und ein paar Tage später solltet ihr sie haben. Damit habe ich mich jetzt hier aus rechtlicher Sicht abgesichert. Ja, alle Nutzungsbedingungen und so weiter stehen natürlich auch noch mal in der Videobeschreibung. Und YouTube kann mir nicht irgendwie ans Bein pinkeln, weil irgendwas irgendwie fehlerhaft ist oder gegen irgendwelche Sachen verstößt. So, zu guter Letzt möchte ich mich dann natürlich auch noch mal ganz herzlich bei der Band bedanken. Ja, zum einen für die CDs, die sie mir haben zukommen lassen und zum anderen auch für den wirklich netten Kontakt bislang. Ich freue mich unglaublich auf die Biercheneinladung in Facher von euch, ja. Allerdings mache ich das Ganze jetzt mal ein bisschen abhängig davon. Fanny, Team Jax oder Team Clay? Die Antwort entscheidet, ob wir ein Bier trinken oder nicht. So, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich wünsche euch allen alles Gute. Bleibt gesund, guckt euch meine weiteren Videos an, wenn ihr Bock habt. Ein bisschen Watchtime fehlt mir nur noch. Und allen Teilnehmern bei dem Gewinnspiel viel, viel Glück. Bis denn, meine Freunde. Medal off und reinjauen.